Herzlich willkommen zu einem nächsten Live-Net-Talk in unserer Januarserie Mutig und Frei. Heute sind meine Gäste Marco Jörg und Marco Hoffmann. Ihr habt es schon ein bisschen mitbekommen. Wir haben etwa so Namensbärli jetzt eingeladen. Tabea und Tabea zum Beispiel auch schon. Oder David und David. Jetzt haben wir zwei Marco, die für mich auch sehr inspirierende Persönlichkeiten sind. Ich habe die zwei auch schon persönlich kennengelernt. Und zwar im 19. der eine, Marco Hoffmann, mal zu einem Interview und einem Bericht auf LiveNet, der daraus resultiert hat, und der Marco Jörg letztes Jahr an einem Jubiläumsanlass von LiveNet. Ihr lernt sie jetzt kennen. Und die Idee von unserer Serie ist ja wirklich, bei all den schwierigen News, die wir immer wieder bekommen, gleichwohl zu merken, hey, wie können wir trotz der Widrigkeiten leidenschaftlich mit Jesus leben? Was sind da Beispiele, wie man das machen kann? Und die zwei freut mich sehr, ein bisschen zu erfahren, wie sie das machen. Ja, herzlich willkommen auf einmal, Marco Jörg. In Süden können wir da schalten, habe ich einfach gehört. Marco, so im Moment in Tessin, richtig? He? So ist es genau, in Caslano im Moment gerade. Wunderbar, Palme im Hintergrund. Ah, super, wir haben ja auch Sonne im Moment wieder einmal und genießen es natürlich auch. Und Marco, bei dir muss man einfach vorausschicken, was du einfach mal machst, warum ich dich eingeladen habe, das komme ich dann auch ein bisschen dazu, weil wirklich ich habe dich erlebt, an diesem Podium zu Baden-Wettigen, an dem Live-Net-Anlass, und habe gemerkt, da ist ein Sonnenfeuer in diesem Mann, und der lässt sich nicht bremsen, und jetzt auch in der aktuellen Phase nicht mehr bewundert, wie du das machst, wie du damit umgehst. Sag doch einmal ein bisschen, was machst du in deinem Leben, was ist auch der David-Dienst, für das Stichwort schon mal zu nennen, wo du vor allem dein Leben, dein Herzblut reingehst? Ich bin von Geburt an blind und das würde man ja meinen, dass man relativ viel dann einfach als Träger hat, viel Lasten, Schwierigkeiten, Mühsamigkeiten im ganzen Leben. Und ja, ich bin eigentlich ganz komplett anders aufgewachsen. Ich bin fröhlich aufgewachsen und habe sehr viel in meinem Umfeld erlebt, gerade auch durch meine Eltern, dass Ermutigung, Mut machen, für Menschen da zu sein, zuzuhören, einfach wahnsinnig viel Power hat. Und ich glaube, das ist so ein der Startschuss in meinem Leben gewesen, wo ich einfach da mitgenommen habe, das Ermutigen. Und das ist auch das, was ich mir auf meine Fahne geschrieben habe in meinem ganzen Leben. Menschen zu ermutigen, trotz schwierigen oder gerade erst recht in schwierigen Situationen. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen das, was wir als David-Dienst machen. Wir haben so ein paar Grundwerte definiert. Das ist ein gesamtschweizerischer Dienst, also wir sind in der ganzen Schweiz, auch Deutschland, Österreich unterwegs und haben zum Ziel, Menschen in ihrem Alltag, in ihrem Glaubensleben, wo sie drinstehen, gerade aktuell, zu ermutigen, zu stärken, zu begleiten, sie unterschiedlich zu unterstützen, zu vernetzen untereinander und ja, einfach Mut zu machen, das zu leben, authentisch Christsein zu leben, dort, wo du gerade stehst. Das ist so ein mein grosses Ziel. Und einfach Spass, Freude an unserem Gott, an Jesus Christus zu vermitteln. Das ist so das. Und als David-Dienst tun wir nicht nur den Menschen so dienen, in unserem Umfeld oder wenn wir unterwegs sind, sondern helfen eben auch Pastoren, Geschäftsleute und ganze Gemeinden, wo wir einfach auch da sind für uns. Und einfach ja, das, was gerade dran ist, probieren zu helfen, zu unterstützen, wo man es kann. Wunderbar. Und eben, wenn man jetzt das schon so ein bisschen hört, dann nehme ich an, du hast dich dort drinnen auch nicht bremsen von all den Umständen, wo wir im Moment drinnen stehen, oder? Nein, überhaupt nicht. Ich finde Corona ein Booster. Es ist eigentlich genau das Gegenteil, was es in mir auslöst. Also klar, wir sagen Lockdown und runterfahren und nichts mehr und alles bewegt sich nicht mehr. Ja, das ist zwar irgendwo physisch sicher erlebbar, Kontaktsperren, soziale Kontakte zusammenbrechen, aber in mir innen und auch als David-Dienst hat das eigentlich ein Umdenken, ein Schub gegen Führen ausgelöst. Wir haben einfach gemerkt, gerade auch ich als Leiter, dass wenn nicht jetzt, wenn dann überhaupt, jetzt haben wir die Chance, um unser Christsein authentisch zu leben. Es gibt gar keinen Grund, um frustriert oder ängstlich oder irgendetwas zu sein. Es sind zwar Umstände, die sind da und die können wir auch nicht einfach wegdiskutieren. Die sind da. Aber es heisst ja nicht, dass man wegen dem gelähmt ist. Im Gegenteil. Jetzt haben wir ungeahnte Chancen, um Menschen zu unterstützen, auf Menschen zuzugehen und Menschen wirklich die Liebe, die frohe Botschaft von Jesus weiterzugeben.
Genau, da drückt das Evangelistenherz schon stark durch, wo du eben auch auslebst mit dem Davidienst, mit der Musik. Einerseits, oder? Public Worship an den Bahnhöfen, da werden wir sicher noch ein bisschen drüber reden, was ihr dort so erlebt. Aber nicht nur dort, das ist ja auch ein bisschen vielfältiger und breiter, was ihr macht als Davidienst. Genau. Marc, sehr schön, dass du dabei bist hier in unserem heutigen Talk. Und ich würde gerne den zweiten Gast jetzt auch begrüßen, den Marco Hoffmann, wo in Zofingen hockt in einem bisschen schon verwaisten Büro wahrscheinlich von der Connect-Gemeinde, oder, Marco? Ja, das ist schon so. Ja, wir haben Homeoffice und ich habe ein Einzelbüro, dann geht das noch rein. Aber sonst ist das Gebäude ganz leer. Das ist eine komische Situation. Sonst haben wir immer wieder Mitarbeiter da bei uns, die natürlich in den Büros arbeiten. Aber so ist das jetzt halt. Ja, genau. Und du bist schon seit manchem Jahr am Gemeindebauen in diesem Zofingen und ihr habt auch Umbau gemacht und wirklich eine Gemeinde, wo lebt. Ich war einmal eben bei dir gewesen, im 19. im Frühling und durfte auch ein Porträt machen mit dir. Und habe dort schon gemerkt, was ihr so wollt, auch leben als Gemeinde. Vision ist ja, dass ihr wirklich, du hast dann gesagt, ihr seid nicht eine Kommunikationsfirma, auch wenn ihr Connect heisst, sondern eben Connecten in einem anderen Sinn. Wie erlebst du das jetzt, das Connecten noch bei den schwierigeren Umständen? Ja, als grosse Herausforderung. Man gibt sich einen Namen, man hat eine Vision, man möchte mit Gott verbunden sein, man möchte miteinander verbunden sein und man möchte zu den Menschen gehen, damit sie sich mit Gott können verbinden können. Das ist unsere grundsätzliche Vision. Und plötzlich ist man in einer Situation, wo man isoliert wird. Aber wie es der Marco gesagt hat, das ist ein Booster, um sich wirklich auf die relevanten und wichtigen Teile auch zu konzentrieren. Was heißt das jetzt überhaupt? Über was definieren wir Connect? Tun wir Connect über irgendwelche Gebäude oder Anlässe oder Gottesdienst oder was auch immer definieren? Oder definiert man Kirche, wie es wir eigentlich immer gemacht haben, über Menschen? Nur darüber reden und jetzt das erleben, das ist dann noch, das sind noch Unterschiede. Und von dem her sind wir in einer herausfordernden Zeit. Aber ich finde sie auch dahingehend sehr spannend, weil man plötzlich merkt, ja, wie ist meine persönliche Beziehung zu Gott, wie ist meine persönliche Beziehung zu anderen und wie kann ich eine Beziehung gestalten zu Menschen, die ich gerne möchte, dass sie Gott kennenlernen. Genau. Und ich würde gerne den Artikel, den ich vorher schon erwähnt habe, hier kurz einblenden. Da hast du nämlich auch gesagt, die wichtigste Kanzel ist der Alltag. Ich habe noch gar nicht gesagt, was du sonst noch für eine Funktion hast. Da sehe ich es jetzt im Vortitel. Präsident der Schweizerischen Pfingstmission, SPM, also von der Pfimi-Gemeinde in der Schweiz. Und da hast du eben auch das betont, der Alltag ist Kanzler. Und umso mehr jetzt, das würde eigentlich auch für das sprechen, oder? Ja, richtig, ja. Genau. Genau. Und da hier für etwas zitieren, Kirche, die verbindet, und der Tiabo und hingehen zu den Menschen, die Gott noch nicht kennen. Also, das ist schon vorher euer Thema gewesen. Und das geht nur, wenn wir uns nicht fromm isolieren. Also, das trifft es ja wirklich sehr in die aktuelle Zeit. Wie ist denn das jetzt für euch als Freikirchenverband? Du bist ja dort auch in der Funktion im Vorstand dabei, auch durch das, dass du eben SPM vertrittst. Also bist du auch viel in diesen Gremien und so tätig, wo man so ein bisschen muss, ja, Regelungen finden muss. Ist das jetzt, wie viel Prozent war von deiner Tätigkeit in der letzten Zeit noch? Oder hast du dort noch? Können wir dich ums Kerngeschäft so neben dran kümmern, neben allen Schutzkonzept und so weiter? Ja, das ist manchmal sehr unterschiedlich gewesen von der Zeitaufwand und rechnet das eigentlich gar nicht so auf. Manchmal ist man permanent irgendwo im Einsatz oder am Nachdenken über gewisse Sachen. Was man ein großer Vorteil ist, im VfG innen haben wir sehr geschäftige Leute, die auch vieles aufbereiten, unsere Kommunikations Leute, Sekretariat, Peter Schneeberger als Präsident, der sehr, sehr viel auch investiert und aufbereitet. Und wir dann als Vorstand dann natürlich müssen nachbereiten, absegnen, schauen, wie funktioniert das. Das hat vor allem im letzten Frühling, im 2020, ziemlich viel Arbeit gekostet, weil die Situation ist völlig für alle neu gewesen. Und wie macht man so ein Schutzkonzept?
Da hat es einige Sitzungen gebraucht und einiges Nachdenken und einiges Wälzen an Unterlagen. Das hat schon sehr Zeit gekostet. Aber grundsätzlich ist es ja auch unsere Aufgabe, das zu machen, um das dann auch können, den Verbänden, die VfG angeschlossen sind oder Freikirche Schweiz angeschlossen sind, zur Verfügung zu stellen, damit auch sie das wieder können, ihren Gemeinden zur Verfügung stellen und umsetzen. Es ist manchmal anstrengend, aber es ist auch eine lohnenswerte Arbeit, nicht, dass jedes Einzelne muss die gleiche Arbeit auch noch machen. Ja, also das denke ich auch, ist sehr wertvolle Arbeit, die ihr dort macht. Und jetzt ist ja auch wieder gleich einigermaßen Freiheit oder Spielraum noch für jede einzelne Gemeinde, was sie jetzt daraus macht, aktuell. Für dich hier als Pastor von Connect Zofingen nochmal darauf anzusprechen, jetzt wo die Gottesdienste und Treffen sicher stark eingeschränkt sind, welchen Weg wählen denn ihr jetzt? Führen ihr noch alles durch am Sonntag? Also wir führen noch unsere Gottesdienste durch mit 50 Teilnehmenden. Und dann machen wir einen Livestream dazu. Den Livestream machen wir eigentlich seit jetzt einem Jahr durchgehend. Wir haben entschlossen, das auch in Zukunft so zu machen, egal welche Situation das es ist, dass wir immer live gehen am Sonntag, wenn wir Gottesdienste haben. Und so werden wir es auch jetzt weitermachen. Mit den 50 Teilnehmenden haben wir den grossen Vorteil, dass wir einen relativ grossen Saal haben. Und ein gutes Schutzkonzept, von dem her kommt man da gut aneinander vorbei. Man kann die Abstände halten, wir haben eine grosse Bühne, auch für die, die auf den Bühnen auftreten, dass dort kein Gefahrenpotenzial ist. Okay. Und die gleiche oder ähnliche Frage möchte ich gerne noch mal Marco Jörg geben. Weißt du, was ist jetzt noch möglich vom Programm her beim David-Dienst? Was macht ihr aktuell noch? Oder habt ihr euch komplett auf andere Bereiche verlagert, müssen verlagern? Ja, wir haben unser ganzes Outreach-Konzept müssen zwangsläufig seit letztem März zurückfahren. Genau an dem Tag, wo wir eigentlich den ersten Einsatz wieder auf einem Bahnhof gehabt hatten mit Public Worship, ist der Lockdown gekommen. Eigentlich wäre geplant gewesen, wieder jede Woche auf einem Bahnhof und ausgeweitet dann sogar auf öffentliche Plätze in verschiedenen Städten mit den Gemeinden zusammen Gott anzubeten und die Menschen so mit dem Evangelium zu erreichen. Das ist natürlich so in dieser Art, wie wir es machen, aktuell schlicht nicht möglich. Weil wir weitgehend, auch trotz super Schutzkonzept, wo wir sogar phasenweise probiert haben aufzugleisen, aber wir könnten nicht in der Öffentlichkeit garantieren, dass wir nicht mehr als 50 Leute sind. In aller Regel sind wir weit mehr als einige hundert auf diesen Plätzen. Und das ist natürlich nicht möglich. Insofern haben wir überlegen, und das hat uns herausgefordert. Wir sind die, die sehr gerne rausgehen, sehr gerne zu den Leuten. Das Problem ist, wenn du das nicht mehr darfst, was machst du dann als Organisation? Und dann habe ich natürlich sagen müssen, okay, was gibt es für andere Möglichkeiten? Durch unsere Kontakte über Social Media, über die ganzen Einsätze, die wir hatten in den letzten Jahren, haben wir sehr viele Leute kennengelernt, sehr viele Leute auch, die Kirche distanziert sind oder nicht in eine Kirchengemeinde gehen, die Jesus ja, vom Hören sagen vielleicht kennen. Und jetzt haben wir können changen, jetzt merken wir, dass die Vernetzung, die persönlichen Beziehungen, die wir nicht bauen können, eigentlich greifen. Und so haben wir eigentlich verschiedene telefonbasierende oder chatbasierende Angebote aufbauen. Einerseits ganz proaktiv, dass wir von uns aus, also vor allem ich jetzt auch als hauptamtlicher Mitarbeiter, sehr viel telefonieren, sehr viel die Leute kontaktieren, sehr viel probieren, mit den Menschen in Kontakt zu sein. Aber wir haben das mit zwei Hauptangeboten eigentlich gestartet. Das eine ist der SOS-Gebets-Hotline, ist eine Art dargebotene Hand, aber auf christlicher Basis. Und das ist interessant, wir haben sehr viele Leute, auch Nicht-Christen, die genau dort anrufen. Und interessant ist ja, dass wir immer wieder die Aussage bekommen, Gott sei Dank gibt es euch, das Gebet tut so gut. Ich frage dann immer, ja, wo haben denn schon angerufen? Und ja, die haben zum Teil 147 angerufen, rufen dann gleich zum Teil dann auch uns auf die Hotline an. Und sind einfach froh und überrascht, wie gut es tut, einfach einen Mensch am Ort zu haben, der einfach kompromisslos mit dem Gebetsleben, mit dem Jesus einfach auch in den Tag hineinlebt und vielleicht einfach ein Gegenpol zu dem Mainstream, zu den News und den Bad News eigentlich am Telefon haben. Und das ist toll. Das andere ist, dass wir
vor allem auch sehr, sehr stark das Hauptgewicht auf Blindenseelsorge gesetzt haben. Das ist für mich ein bisschen selbstsprechend. Ich selber bin blind seit Geburt. Und wir haben einfach auch festgestellt, es gibt Gruppen in der Schweiz, Menschen, die schlicht nicht erreicht werden, die auch keinen Kanal haben, wo sie sich hinterher wenden können. Und darum haben wir seit März letztes Jahr eine Hotline eröffnet für Blindenseelsorge Schweiz, wo sich Betroffene, also Blinde, Sehbehinderte, aber vor allem auch Angehörige, können an uns wenden, wo wir mit ihnen einfach auch einen Weg gehen. Es ist eine Art Seelsorgedienst, der proaktiv auch ist. Sobald wir wieder dürfen, die Leute besuchen, werden wir dann auch die Leute wieder können besuchen vor Ort. Und den Rest haben wir halt gegen Ausgang ein bisschen zurückfahren. Also wir suchen eigentlich sehr den Kontakt jetzt halt über die Medien, die man hat, Social Media, Telefon, E-Mail, und so wirklich können ganz aktiv mit den Leuten in Kontakt sein. Das ist genial in heutiger Zeit, wie gut dass das auch geht. Ja, und super, dass du auch hier in diesem Talk dabei bist, oder? Ein weiterer Weg, wo man die Leute erreichen kann. Richtig. Immer wieder mal punktuell vielleicht auch so eine Inspiration weitergeben oder etwas, was den Menschen wirklich gut tut und vielleicht Orientierung und Ermutigung gibt. Ich denke, das ist auch wichtig. Ich finde es auch schwierig. Also, ich finde es genial, dass man ja heute Medien hat. Und ich beobachte ja auch, wie super das ist, dass man Gottesdienst kann in Stream hineinsetzen und. Aber was mir ein bisschen wehtut, und so ist eigentlich, dass Leute angefangen haben, das wieder so ein bisschen ins Internet zu delegieren. Die Gemeinden machen es, und die machen es super. Es gibt also noch nie so ein breites Angebot an Gottesdienst in den Streams gehabt. Aber was ich einfach auch möchte, Mut machen, jedem Einzelnen, der diesen Tag jetzt da lässt und schaut, hey, du bist selber Gottesdienst, du bist selber Christ, du hast ein Telefon, heute haben wir eine Abdeckung von Smartphone und E-Mail. Nimm das Zeugs wahr und Leute deinen Nachbarn an, frag, wie geht's denn? Lass das nicht einfach nur Pastoren machen oder Gottesdienst. Wir haben eine Botschaft weiterzugeben. Und das ist eine sensationelle Zeit, die Leute sind offen, sie suchen Hilfe. Und wer hat die Antworten? Wir. Wenn wir sie nicht kennen, suchen die Leute überall Antworten. Jetzt ist die Zeit, um unglaublich tolle Begegnungen haben mit den Menschen. Ja, den Ball können wir weiterspielen. Marco Hoffmann, oder, der diesen Teil kennt und wahrscheinlich seiner Gemeinde etwas Ähnliches auch schon weitergegeben hat, oder, in letzter Zeit. Aber da kommt das Feuer so stark durch, auch von Marco Jörg, für das jeder kann Hoffnungsträger, Mutmacher und so weiter sein. Wie ist das bei euch? Wie kommuniziert ihr das jetzt zum Beispiel, Marco Hoffmann, Connect? Also, der Marco redet mir ganz aus dem Herzen raus. Das ist wirklich das, was auch Kirchen ausmacht, sind Menschen, nicht irgendwelche Anlässe. Und über das reden wir eigentlich schon lange, also seit ich auch in Zofingen bin und sicher auch meine Vorgänger. Das ist schon in der DNA auch von Pastoren, dass die Gemeinde aktiv ist und so. Aber trotzdem, wie es der Marco vorhin gesagt hat, man hat es dann immer abdelegiert in die Gemeinde. Die Gemeinde muss irgendetwas machen. Und das Verständnis, dass die Gemeinde Augen und Ohren und Gesichter hat, also Menschen sind und nicht einfach alles und Gebäude, das wird jetzt in dieser Zeit von Corona viel stärker zum Ausdruck gebracht oder viel stärker auch gespürt. Ich stelle auch fest, dass es doch einige Leute gibt in den Kirchen, die ihr ganzes Glaubensleben über den Gottesdienst definiert haben und plötzlich verschrecken, wenn sie keinen Gottesdienst mehr haben. Ja, was mache ich jetzt? Wo ist meine Beziehung zu Gott? Und wo ist meine Beziehung zu Freunden? Wo ist meine Beziehung zu anderen Menschen? Und das ist ja ein heilsamer Prozess, auch wenn es manchmal auch ein Erschrecken gibt. Als Kirche probieren wir das durch unsere Möglichkeiten natürlich zu prägen, dass wir die Leute auch rausschicken oder zum Beispiel probieren zu stärken und auszurüsten, damit auch sie ihr ganz persönliches Glaubensleben, ihren ganz persönlichen Gottesdienst, wie Römer 1, Römer 12, Vers 1 bis 2 ja zum Ausdruck bringt, dass wir, unsere Leben sind ja der Gottesdienst und dass die Leben eine Relevanz haben in ihrem Umfeld, wo sie drinnen sind, und dass man das einfach nicht kann, nicht alles abdelegieren. Von dem her ist das, wie es der Marco vorhin gesagt hat, ein Booster, die Corona-Zeit, damit man das auch feststellt, damit man das auch lebt und fast wie drinnen gezwungen wird.
Auf der anderen Seite stelle ich aber auch mit ein bisschen Erschrecken fest, dass es doch auch Leute gibt, die dann abhängen und sagen, ja nun, jetzt ist es halt so, und gar nicht mehr aktiv werden, dass sie in eine Depression verfallen. Das ist dann die andere negative Auswirkung vom Ganzen. Ja, oder sich vielleicht auch noch in Diskussionen verstricken, oder? Das könnte ich mir auch noch vorstellen, wenn man jetzt ein bisschen beobachtet, um Sachen wie politisch jetzt entschieden wird, was, wie, welche Massnahmen genau, impfen, ja, nein. Da musst du dich ein bisschen, denke ich, auch damit immer wieder befassen, durch das, was du für Rolle hast im Vorstand von Freikirche Schweiz, aber auch SPM. Hast du das Gefühl, dass das könnte, und ich komme nachher noch gerne ein bisschen zu dem zurück, wegen mutig leben als Christ. Ich habe ein paar Fragen noch an euch, für wirklich Menschen da drin zu inspirieren. Und verlasse die eben in Ärger sofort jetzt den Marco Hoffmann, aber es nimmt mich gleich noch schnell Wunder. Viele reden jetzt von, ja, es droht manchmal ein bisschen eine Spaltung zu kommen, sei es in der Gemeinde bis aber zu der Familie, um so solche Streitpunkte. Wie geht ihr damit um? Oder was hast du dort für einen Weg, so ein bisschen für dich jetzt angefangen, damit umzugehen? Ich stelle einfach fest, dass ich persönlich habe, vor allem im letzten Frühling, das auch sehr stark selber erlebt habe, dass man so einen kommunikativen oder einen informativen Overkill gehabt hat. Also man hat sich überall irgendwie probiert zu informieren und dann auch festgestellt, dass das auch viele Leute aus der Gemeinde tun. Natürlich mit der ganzen Möglichkeit, die man im Internet hat. Plötzlich ist jeder Corona-Fachmann, plötzlich ist jeder Gemeindebaufachmann oder irgendwie sind wir in eine Phase hineingekommen, wo es jeder einfach besser weiß. Und jeder hat noch die bessere und die schlauer Quelle. Und das hat es dermaßen stark überlastet, auch ein System in uns selber drin, wo man plötzlich merkt, jetzt flippe ich doch fast aus, oder? Ich weiß ja nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Und ich für mich persönlich, aber auch für uns als Gemeinde, und wir versuchen das auch innerhalb von der Schweizerischen Pfingstmission so zu prägen und auch immer wieder zu kommunizieren. Wir als Kirche, wir als Gläubige und Nachfolger haben einen Kernauftrag und auf das sollen wir uns konzentrieren. Das allererste Beziehung zu Gott und dann natürlich auch Beziehung innerhalb von der Gemeinde und darüber hinaus. Das soll ja überflüssend sein, auch für andere Menschen. Wir sollten den Unterschied machen und nicht im Mainstream von der Meinungsmacherei mitschwimmen, sondern wir sollten den ganzen klaren und alternativen Lebensstil, wie kann man denn jetzt leben, in Freiheit und mutig, wie es auch unser Thema ist, das probieren zu prägen, ist zwar nicht einfach, aber ich glaube, das gehört zu unserem Kerngeschäft als Kirche und als Nachfolger von Jesu, ermutiger zu sein und nicht in die Entmutigungshörner zu blasen, wie wir es jetzt reihum immer sehen, in den ganzen Medien und auch freien Mediengeschichten. Finde ich super, auch als Überleitung, eben jetzt in den anderen Teil, und dass wir wirklich noch ein bisschen darüber reden können, was heisst für dich eben das mutig und frei Leben als Christ. Was ist jetzt zum Beispiel etwas vom Mutigen gesehen oder vom Mutigsten, was du gemacht hast? Nehmen wir einmal nur die Zeitspanne, eben so die letzten, was sind das, etwa 9 Monate oder so, etwas, wo du hast gedacht, hey, dort habe ich jetzt so wie einen Schritt gemacht und es hat mich etwas gebraucht aus der Komfortzone raus in der Corona-Zeit. Bin ich gerade ein bisschen überfordert. Oder wir nehmen es weiter raus, auf das Leben geschaut. Was heisst es für dich so? Ja, mich auf Gott zu verlassen. Also, manchmal braucht es Mut, sich auf Gott zu verlassen, nicht auf die Meinungen von allem Möglichen, was uns begegnet, manchmal auch selber zusammen konstruiert hat. Den Mut haben, auch das Wort Gottes zu nehmen und nicht YouTube. Den Mut haben, das Handy wegzulegen. Also, das ist vielleicht ein mutiger Schritt, den ich gemacht habe. Ich habe mein Smartphone ausgelagert. Ich habe ein ganz einfaches kleines Smartphone gekauft, wo man nur telefonieren kann und vielleicht noch das WhatsApp, aber nichts irgendwie Mediales kann machen. Das hat mir sehr gut da. In all deren Informationsflut plötzlich nicht mehr so erreichbar zu sein und nicht mehr so mich mit aller Welt zu vernetzen, obwohl ich Vernetzung sehr wichtig finde,
Aber die permanente Vernetzung, wo ich gemerkt habe, dass das Smartphone bei mir sehr stark war, habe ich das weglegen. Und das war ein Schritt, mich entbehrlich zu machen oder mich wirklich abzuschotten von all diesen verschiedensten Meinungen, die auf mich eingeprasselt sind. Manchmal hat das auch Leute gestört, dass ich dann nicht mehr so ganz erreichbar war und mit dem kleinen Ding nicht unbedingt gerade der beste Kommunikator war. Aber dann hat es mir Zeiten gegeben, wo ich auch Ruhe finden konnte. Und ja, vielleicht war das ein mutiger Schritt gewesen. Ich weiß es auch nicht so recht. Aber, ja. Ja, die Journalisten sind immer einfach. Die können da so Fragen stellen, oder? Also das würde mir ja selber auch gerade heute ein bisschen den Kopf verlesen, oder? Was ich genau nehmen will. Aber wenn man da ein bisschen heranschaut, Marco, Jörg, stellen dir die ähnliche Frage. Was ist etwas vom Mutigsten, was du in letzter Zeit gemacht hast? Oder ein bisschen länger zurück, müssen wir nicht so genau nehmen. Das Mutigste für mich ist nichts zu tun. Ich bin wirklich der, wo mir fällt das wahnsinnig leicht, braucht nicht viel Überwindung, auch nicht viel Mut, die verrücktesten Sachen zu machen. Für mich war es ein viel grösserer Preis, den ich zahlt habe in mir rein, um realisieren, jetzt kannst du einfach nicht mehr machen, was du gut denkst, was jetzt dran ist. Jetzt kannst du nicht einfach vorwärts laufen, kannst nicht auf Bahnhöfe, kannst nicht, weiss ich nicht, was für die grossen Projekte und coolen Sachen. Sondern jetzt ist einfach einmal zuerst in erster Linie nichts du angesagt. Einfach auf die Knie Gott fragen, was ist jetzt dran? Und das hat mich rückblickend jetzt da auf die letzten Monate eigentlich sehr stark geprägt und eigentlich auch gestärkt jetzt rückwirkend, sehr stark gestärkt. Also ich merke genau den Teil, umkehren, einmal nicht aktiv sein, sondern wirklich auf Knie ins Gebet, Gott, wo ja alles im Griff hat, wo über dem innen alles steht, zu fragen, was ist jetzt dein Plan? Und dann anfangen, wirklich Mut haben, eben vielleicht ganz unkonventionell, das Telefon mit Hand zu nehmen und jemanden mal zu läuten, eben so anfangen, ganz anders, als man sich das vielleicht gewöhnt war oder als ich mir das gewöhnt war. Das hat für mich mehr Mut gebraucht, um eben auch dazu zu stehen. Nein, wir machen keinen Livestream, wir machen jetzt Public, wir hätten das auch können, wir hätten Public Worship irgendwo, weiß ich nicht wo, mit einer kleinen Gruppe und dann das auch live ins Netz stellen, wäre sicher gegangen. Die Variante haben wir uns überlegt und ich kann sagen müssen, nein, es kostet uns wahrscheinlich momentan zwar viel, einfach da zu sagen, nein, machen das nicht. Auch Angst, die damit verbunden ist, als Leiter von einer Organisation, die darauf angewiesen ist, dass man uns sieht, wo ja von dem lebt, Menschen öffentlich zu ermutigen und für etwas quasi herauszufordern. Ich meine, wenn ich das nicht mehr mache und nicht mehr sichtbar bin, und das haben wir gemerkt und merken es bis jetzt, da brechen unsere ganzen Spendengelder zusammen. Also das ist hart. Und das hat Mut gebraucht, um zu sagen, stopp, cut, auf Knie, beten und ganz anders. Das ist der mutige Weg, den ich in letzten paar Monaten eigentlich gehe. Wow, das ist sehr eindrücklich, das so zu hören. Ich weiss noch, gerade in der Anfangszeit hat es mehrere Stimmen gegeben, auch von Leuten, sage ich jetzt, die im prophetischen Bereich irgendwo eine Stimme sind, wo ich gesagt habe, ja, vielleicht ist eben so das angezeigt, dass wir einmal wieder Jesus einfach besuchen in unserem Kämmerli. Wir waren ja am Anfang im Lockdown, in einem stärkeren noch als jetzt. Und wieder mal an der Beziehung bauen und auch mal wieder einfach hören, was ist jetzt dran, Jesus, und nicht in Aktivismus verfallen. Das habe ich von einigen gehört. Ich weiß nicht, ob es das so gelungen ist, insgesamt, dass es dort zum Teil schon Aktivismus oder die Zeug manchmal schon hat drin gehabt. Ich weiß es nicht. Ja, wir sind halt in der Schweiz sehr, sehr stark im Kompromisslösungen suchen. Und das macht ja von uns Christen auch keinen Halt. Und ich merke eigentlich, also ich habe am Anfang wirklich auch die Idee so ein bisschen verfolgt und habe ganz stark auch die Hoffnung gehabt und habe sie bis jetzt noch, dass wir Christen als Liebchristi, als die Vertreter auf Erde kapieren, dass es eben nicht um unser Machen geht, sondern dass es um sie geht, dass wir so in die Ruhe zurückkehren und anfangen zu fragen, was ist der Plan Gottes? Sein Wille geschieht, wie im Himmel, so auf der Erde. Und ja, ich muss schon sagen, ich bin auch in gewissen Momenten schon ein bisschen ernüchtert, dass ich sehe,
Und aber das ist klassisch, habe ich das Gefühl, für unsere Gesellschaft, gerade hier in der Schweiz. Wir haben es einfach wieder einmal geschafft, einen Kompromiss zu schaffen, alle Ressourcen gleichzuschalten und gleich probieren, das, was man vorher hatte, einfach ein bisschen in einer anderen Form zu machen. Und hat aber nicht gemerkt, dass man vielleicht eigentlich das gar nicht hätte müssen machen, sondern komplett, eben auch wir als Christen, einen Lockdown, und zwar down on the knees, also wirklich auf die Knie, und anfangen zu fragen, was ist der Plan? Er ist der Chef, Gott ist der Chef. Und ja, ich finde es cool, aber ich find das Hammer, wie viele Gemeinden das ein super Stream jetzt haben, wir haben ein super Angebot von der Gemeinde, aber sonst sehe ich nicht sehr viel Kreatives. Okay, würde ich gerne Marco Hoffmann auch wieder da in die Frage einbeziehen. Ich habe das auch schon mit dem Peter Schneeberger zum Jahresende im Silvester-Talk gemacht und anderen, die derzeit dabei waren, wie Sabine Fürbringer und Heinz Struppler, ein bisschen zu schauen, ja, wie haben wir jetzt reagiert auf die Krise? Und jetzt eben, sind erst 9 Monate und vielleicht können wir erst in 2, 3 Jahren sagen, haben es wir als Gemeinde dann wirklich gut ergriffen, haben wir es gepackt und haben wir es auch richtig gehört von Gott her. Aber wie geht es dir, Marco Hoffmann, so im Moment, wenn du das anschaust, was es auslöst? So, in unserer Szene, wie man aber so schön sagt. Also zum einen bin ich begeistert über all das, was geschaffen worden ist in diesen 9 Monaten, wie auch kleine Gemeinden und natürlich auch größere Gemeinden in ihre Formate online gestellt haben, ihre Gottesdienste gestreamt haben. Und das ist schon mal fantastisch, wie das gemacht worden ist. Auf der anderen Seite hat es natürlich eine Überflutung gegeben, von allem Möglichen, von Impulsen. Und das dünkt mich dann relativ schwierig. Mit der Zeit hat mich dann jeder Bibelvers, wo irgendwo noch publiziert worden ist, und jedes Gesicht, wo sich irgendwo noch in eine Kamera eingestellt hat, angefangen, ein bisschen nerven, weil es ist einfach zu viel gewesen. Und dann plötzlich habe ich gemerkt, ja, ist das jetzt die Schuld von denen, die es anbieten, oder ist das ein Problem von dem, was schaut? Und ich habe dann gemerkt, es ist ein mein Problem. Die Auswahl überzukommen oder die Auswahl zu treffen, was brauche ich denn jetzt für mich? Und mir gefällt jetzt das, was der Marco vorhin gesagt hat, dann so einen persönlichen Lockdown zu machen, aber auf die Knie und einmal abschalten. Den Mut zu haben, auch sich nicht überall zu informieren. Du kennst ja jetzt jeden Tag, kennst du 24 Stunden lang Gottesdienst schauen, irgendwelche Andachten, und die sind alle in sich irgendwo gut gemacht, nicht alle, aber im Großen und Ganzen sehr, sehr liebevoll gemacht und mit einem Herzensanliegen jedes Einzelne. Aber der, wo das schaut, der muss ja eine Auswahl treffen. Und da möchte ich auch appellieren darauf, verantwortungsvoll auch mit dem umzugehen, nicht Gottesdienste, auch wenn sie live sind, als Information aufzunehmen, sondern wie es ein Gottesdienst ist, als ein Kontaktgeschehen zwischen dem Heiligen Geist und mir zu nehmen. Und nicht einfach wieder, oh, jetzt habe ich noch neue Informationen, jetzt habe ich noch neue Predigt und dann schicke ich sie noch weiter, muss das auch noch schauen und das auch noch schauen. Sondern was sagt Gott mir durch das, was ich jetzt auch im Internet zum Beispiel schaue? Und mein Plädoyer ist da lieber weniger dafür, denn mit einer Herzenshaltung, jetzt redet Gott zu mir. Und möglichst vieles auch auszublenden. Habt den Mut, einfach auch mal abzustellen. Natürlich nicht live nicht und Connect auch nicht. Versteht schon, was ich meine. Also dort, wo man auch daheim ist, dort, wo man Beziehungen hat. Wir haben das sehr stark gemerkt. Am Anfang haben wir den Worship ausgelassen aus unseren Gottesdiensten und dann plötzlich gemerkt, dass uns die Leute gesagt haben, wir möchten unsere Leute sehen, also die Verbundenheit zu den bekannten Gesichtern. Die ist doch schon sehr stark gewesen, und darum haben wir das dann auch wieder so gemacht, dass wir, wenn wir streamen, bekannte Gesichter auf der Bühne haben oder eben auf dem Bildschirm, die Verbundenheit dann eben auch zu schaffen. Und dort, wo man daheim ist, dort, wo man persönliche Verbundenheit hat, dort ist es durchaus sinnvoll, dass man sich auch elektronisch vernetzt und Livestream-Gottesdienste hat. Natürlich kann man auch anders schauen, aber wiederum, mein Plädoyer ist, lieber weniger, dafür von ganzem Herzen.
Ja, genau. Also, ich habe übrigens auch kein Problem, wenn nicht jetzt massenweise Leute, dass die Talks, die da eben manchmal eine Stunde gehen oder drei Viertel, die immer schauen. Also, das nützt jemandem und es soll eine Begleitung sein für die Personen, die es wirklich nützen. Und es ist erstaunlich, gleich auch zu Baden-Wettigen, Marco Jörg, wo wir einander zuerst mal so richtig getroffen haben, oder? Ist auch eine Frau nach dem Anlass zu mir gekommen und gesagt, hey, der Frühling, die Talks mit dem Thomas Harry und Johannes Wirth und so weiter, das hat mich durchgedreht, das hat mir wirklich geholfen. Also, ich denke, komm, wir sollten das nicht gegeneinander ausspielen, oder? Hat das jetzt sehr gut, glaube ich, auf einen Punkt gebracht. Aber verantwortungsvoll damit umgehen, das nimmt uns niemand ab. Und darum, merci vielmals, ja, für das Statement. Und Marco Jürgi, ich würde gerne das Baden-Wettigen noch ein bisschen anknüpfen, weil dort hier bist du mir eben zuerst mal aufgefallen, so als mutiger, auch ein bisschen wilder Typ. Und frag mal an dich, wann ist eigentlich das Feuer von der Begeisterung für Jesus Christus bei dir im Leben angezündet worden? Das kann ich so irgendwo gar nicht wirklich sagen. Also, erstens mal habe ich so eine Grundkonstitution, wo schon mal immer fröhlich war. Das hat wahrscheinlich ganz stark mit meinen Eltern zu tun. Trotzdem, dass ich in meinen Internaten schlussendlich aufgewachsen bin und nicht immer alles so lässig und flockig gefunden habe. Aber meine DNA ist eigentlich schon eher der Optimist und ich probiere eigentlich immer das Positive, das Gute in der Situation hineinzusuchen und dem nachzulaufen. Und das hat sich dann eben auch, als ich vor gut 20 Jahren wirklich den Weg aufgenommen habe und konsequent Jesus nachgefolgt bin, oder das zumindest probiere, hat sich das natürlich dann auch so ein bisschen niedergeschlagen. Auch ganz viele Kurven müssen machen, bis ich dann so gewesen bin, wie ich heute bin. Also, ich glaube, wenn ich jetzt da so den Status quo, wenn ich jetzt heute unterwegs sein darf und die Freude, die ich ausstrahlen darf, an meinen Gott Schöpfer, an Jesus Christus, die Begeisterung, die hat ganz vieles einfach auch mit dieser Tätigkeit zu tun, die ich darf haben. Seit 3 Jahren gibt es den Davidienst und seit 3 Jahren kann ich wirklich sagen, nimmt meine Freude am Herrn täglich zu. Und zwar aus einem simplen, einfachen Grund, das ist so ein Spruch, die Älteren, die das jetzt schauen, kennen den wahrscheinlich. Loben zieht nach oben, danken schützt vor Wanken. Und das ist ein bisschen zusammengefasst, das, was wir als Davidienst da machen. Und je mehr, dass ich Gott loben und preise, das ist eine von unseren Hauptaufgaben gewesen, jetzt bis eben zu dem Lockdown, wir sind so viel unterwegs gewesen und so viel dürfen Mut machen mit Leuten, mit ganzen Gemeinden, lokal auf die Straße zu gehen und Gott nichts anderes als arbeiten. Einfach wirklich Gott loben und preisen auf der Straße, auf Bahnhöfen oder eben die Kontakte, die ich in der Telefonseelsorge habe oder wo auch immer, dürfen zu erleben, wie Menschen Freude entwickeln, weil ich ja Freude habe dem Herrn. Ich kann gar nicht anders. Das ist wie so ein Ping-Pong-Effekt. Das kommt wie retour. Das ist so eine Bumerang. Ich habe Freude. Strahl die aus, teile die mit, habe Begeisterung und erlebe, wie die Menschen plötzlich auch angesteckt werden, wie so ein Flächenbrand. Und das erfasst mich zurück. Und das ist ein gegenseitiges Anstecken. Das ist ein das, was ich erlebe. Wenn das angefangen hat, Flo, keine Ahnung, kann ich dir nicht so genau sagen. Ich weiß einfach, dass ich so bin, wie ich bin heute. Und ich will nie mehr zurück. Also, wir sind froh, bist du so, wie du bist, Marco. Wirklich. Nein, das ist so gut. Und vielleicht ist es fast ein paradox, dass deine Blindheit dir ja vielleicht da drinnen auch manchmal Türen auftut, auch zu den anderen Menschen, oder? Ich würde sagen, weil gell, ich lasse mich natürlich von Sachen, die man sieht, nicht beeinflussen. Oder viel, viel weniger. Klar, ich habe die Akustik, ich höre viel, ich nehme sehr viel wahr, auch an Emotionen. Das ist eine andere Ebene. Aber ich bin natürlich auch, also das Mutsein braucht für mich viel weniger Energie jetzt in meiner Situation. Ich kann, ob ich jetzt vor 2 Menschen stehe oder vor 200, 2000 oder vor 10.000, das ist mir eigentlich völlig egal, weil ich sehe die Leute ja nicht. Also, und das ist cool. Darum habe ich auch vielleicht ein bisschen mehr Mut. Und was ich halt schon auch kann sagen, ist, ich lasse mich natürlich auch nicht von Überreizungen, von visuellen Reizen überfluten. Das fehlt mir und da bin ich heute sehr dankbar. Ich kann mich auf ganz anderes fokussieren. Wenn ich mich zurückziehe, ist es wirklich still. Da habe ich auch keine Bilder, die auf mich hineinprasseln. Und so kann ich mich auch ganz anders auf etwas fokussieren. Und ich glaube, das Fokussieren, da wird ja wieder so ein Ratschluss auf den Marco Hoffmann ziehen. Das Fokussieren aufs Wesentliche, auf Jesus, wo er heute auch schon 2 oder 3 Mal gesagt und erwähnt hat. Ich glaube, das ist das,
wo heute extrem wichtig ist und wo ich jedem einfach wünsche, dass er das selber anschafft. Ja, absolut. Und Marco Hoffmann, wenn wir gerade hier wieder anknüpfen, fokussieren auf Jesus, und da kommt mir natürlich wieder das hoch, was du mir dann im Frühling 19 schon erzählt hast, in dem Interview, wo er live nicht bricht, ist daraus geworden, wo du mir hast erzählt von dem Wendepunkt in deinem persönlichen Leben vor 35 Jahren, 1986. Ich habe ja vorhin den Marco Jörg gefragt, wo das es angefangen hat bei ihm mit dem Feuer, kann er nicht so genau benennen. Und ich glaube, bei dir ist das ein bisschen anders und einfacher zu benennen. Willst du es dort noch ein bisschen reinnehmen? Und vielleicht dann die Folgefrage wird wirklich sein, wie nah oder wie dreht ihr das heute noch? Und so, dass du Jesus eben auf diese Art erlebt hast und sicher immer wieder erlebst. Aber gehen wir doch zuerst schnell zurück ins 1986. Wie hast du denn dann erlebt? Ja, es war ein krasses Erlebnis gewesen. Ich bin ja nicht in einem christlichen Haus aufgewachsen. Tolle Familie gewesen, wo ich meine Kinder verbracht habe, liebevolle Eltern. Aber mit Gott hat man nichts am Hut gehabt, im Gegenteil. Mein Vater hat sich sogar sehr stark dagegen ausgesprochen, hat sich sogar Atheist genannt. Und von dem her sind wir also aufgewachsen und Jesus oder so ist kein Thema gewesen. Ist vielleicht einfach ein bisschen, man hat sogar darüber gelacht, dass ich habe mich sehr lustig gemacht über Christen und auch wenn man so evangelisiert worden ist auf der Straße oder so, bin ich immer in der vorderen Reihe gewesen, um mich auch lustig zu machen über diejenigen, die das probiert haben. Und 1986 ist es zu einem Wendepunkt gekommen, in dem meine damalige Freundin und heute meine Frau durch eine Lebenskrise Jesus kennengelernt hat, durch eine Aktion, die von Campus für Christus durchgeführt worden ist, hat sie Jesus Christus kennengelernt, hat angefangen zu erzählen von dem Jesus und ich habe natürlich Gegenargument gebracht und sie hat sich einfach nicht davon abbringen lassen. Das hat mich extrem genervt, bis es dann so weit gekommen ist, dass sie mich herausgefordert hat und gesagt hat, ich soll doch mit denjenigen Leuten reden, die sich da auskennen, und hat mich da in ihren Gesprächskreis eingeladen, um eine lange Geschichte dann kurz zu machen. Ich habe mich auf den Gesprächskreis vorbereitet, indem ich die Bibel vorführen genommen habe und versucht habe, mich da irgendwie reinzulesen in die Argumentation von diesen Leuten. Und das Thema von dem Abend, wo ich eingeladen war, war Johannes 3,16. Interessanterweise. Und ich habe mich dann mit dem Wort beschäftigt in einer Mittagspause, während meiner Arbeit. In der Mittagspause habe ich dann angefangen, das Wort Gottes lesen und habe eine übernatürliche Gottesbegegnung. Und die Gottesbegegnung ist so massiv gewesen, also es ist übernatürlich gewesen. Und das würde sicher den Rahmen sprengen von heute. Aber es hat mein ganzes Leben von einem Moment auf den anderen einfach unter Obsi gebracht oder gekehrt. Ich habe wirklich in der Gegenwart Gottes erlebt, physisch auch sichtbar, dass ich absolut verloren bin. Und obwohl ich von dem Konzept von der Verlorenheit, von der Sünde sozusagen keine Ahnung hatte, habe ich plötzlich alles gewusst, dass ich vor Gott nicht kann bestehen. Und Gott sich mir als der Rettende dann offenbart hat, also Jesus, eine Vision von Jesus gehabt, wo mich rettet. Und ich bin auf das Angebot eingegangen mit einem, es ist ein sehr heftiger Kampf vorausgegangen. Aber schlussendlich habe ich ihn dann regelrecht angefleht, mich zu retten. Und ich bin gerettet worden. Ich habe von dem Moment an eine persönliche Beziehung zu Jesus bekommen. Zuerst habe ich gemeint, ich sei der Einzige auf der Welt, der das überhaupt erlebt hat, weil ich das noch nie gehört habe, dass so etwas geschieht. Habe dann zuerst gedacht, ich bin irgendwo, habe ich etwas geraucht oder etwas gegessen, das nicht gesund war. Und mit der Zeit habe ich dann tatsächlich auch andere Leute dann kennengelernt, die ähnliche Erlebnisse gehabt. Ich habe vom ersten Tag, also gerade am Abend, als ich heimgekommen bin, habe ich das Wort Gottes führen genommen und einfach die Bibel weitergelesen. Ich wollte wissen, wie es ausgeht.
Natürlich lässt man den am Schluss und habe die ganze Offenbarung durchgelesen als mein erstes Buch. Ist aber nicht zu empfehlen für all diejenigen, die das möchten. Es ist so kompliziert gewesen, dass ich dann auch angefangen habe vorne zu lesen. Und ist gut gewesen. Ich habe das Gefühl gehabt, die Leere, die ich vorne empfunden habe, ich habe mein Leben immer hat mir etwas gefehlt, ist plötzlich ausgefüllt gewesen. Und ich weiß auch heute jetzt in der Rückschau, dass Jesus in mich gekommen ist und die Leere mit seiner Liebe und seiner Präsenz ausgefüllt hat. Es ist atemberaubend und ich möchte das jedem wünschen, dass er so ein Erlebnis kann machen. Nicht nur an einem Moment, sondern jeden Tag von seinem Leben sich einfach der Liebe Gottes auszuliefern und zu sagen, Herr, du bist doch da und ich bin für dich da und dann lebt doch das ganze Ding, wo neues Leben heisst. Jetzt habe ich gerade gemerkt, das berührt mich immer noch, wenn wir auch nur verbunden sind, weißt, via Bildschirm, dann sind wir ja in dem Büro gehockt, wo du jetzt, glaube ich, gell, wo wir das Interview dann gemacht haben, wo du jetzt hockst eben vor dem Computer. Und man kann das auch hier, wie schon einst erwähnt, auch nachlesen von dem Bekehrungserlebnis, das du hast gehabt, Marco Hoffmann. Und hier am Schluss hast du mir dann gesagt, dass daraufhin ist dann eigentlich das ganze Leben umkrempelt worden, wie du es vorhin auch erwähnt hast. Und jetzt bist du Pastor seit Jahren. Und Pastor sein ist mehr ein Job, mehr als ein Job, es ist eine Berufung, ein Lebensinhalt. Ja. Heute noch, genau. Da hier stimmt die Altersangabe auch nicht ganz, aber das sind jetzt viele Jahre, eben 35 Jahre vergangen. Würdest du immer noch so unterschreiben? Liebst du deinen Job? Definitiv, ja. Also das Leben an und für sich ist ja es ist nicht einfach eine Abfolge von irgendwelchen Tätigkeiten, sondern der Marco hat es, glaube ich, vorhin auch so erwähnt, es ist ein Sein. Und ich möchte das Sein mit Gott nicht mehr missen, in keiner Minute von meinem Leben. Es, einfach, dass Gott da ist in meinem Leben. Und wo ich vorhin sehr, sehr stark darunter oder das gelebt habe, dass ich für mich allein bin, mein Leben selber gestaltet habe, plötzlich den Unterschied zu merken, dass Gott da ist und dass er mich ernst nimmt, das ist schon wirklich etwas Atemberaubendes. Ja, das war schön, hier noch einmal einzutauchen, Marco Hoffmann, noch in deine persönliche Geschichte. Und jetzt würde ich langsam, aber sicher so zu einem Schlusspunkt kommen. Und die letzte so Frage, die ich euch mitgeben möchte, ist, einfach jetzt, wenn ihr so auf das 21. führen schaut und das Thema mutig und frei und wo wir durchgehen, haben wir schon genug geredet darüber, was jetzt das kann heissen, frei zu leben und so weiter. Aber was ist so für euch ein Traum, den ihr habt, wo wir werden sein und uns wieder vielleicht nachher, wenn wir wieder auch einander mal dürfen, umarmen und so weiter, wer weiß, wissen wir nicht. Aber nein, was träumt ihr, wo sich die Christen, die Gemeinde herbewegt? Was ist da so euer Wunsch, euer Traum? Ja, wo ihr so in die Richtung hoffen, dass es noch weitergeht. Willst du, Marco, oder soll ich? Ach, du. Gut. Ja, zu dem das Bild vor einem Zeitchen, wo ich so ein bisschen am Betten war, hatte ich wie immer so einen Blitzgedanken gehabt. Ich habe wie so Figuren gesehen, oder Engel, ich nenne es jetzt mal Engel. Ich habe noch nie einen Engel gesehen, von dem her, ich nenne es einfach mal so. Und die sind einfach durchs ganze Land durch und haben bei jeder Denomination die Buchstaben von der Denomination abgeschraubt. Das waren so Metallschilder mit Buchstaben aus allen Denominationen. Wir sind zurückgekommen, da habe ich gesehen, wie die Buchstaben, die Metallplatten, alle zusammen in einen riesen Schmelzofen hineingeschmissen haben. Und dann habe ich gedacht, okay, was bedeutet das? Dann habe ich gewartet und unten dran hatte eine andere Gruppe gehabt. Die haben dann aus dem flüssigen Metall haben die wie Teller, Gabeln und Messer gegossen. Dann ist es weitergegangen
Und dann hat man die Teller, Messer, Gabel genommen, hat noch andere Gegenstände gehabt, und hatte einen riesigen Tisch gehabt, nicht einfach einen Antischen. Und da sind alle, egal von welcher Denomination gekommen, die ganz lieben Christen in der Schweiz, und sind wild an den Tisch geguckt. Egal, zum Teil hat man sich nicht gekannt, zum Teil hat man sich gekannt. Und dann einfach zusammen gegessen. Und zusammen Gemeinschaft gehabt. Und zusammen Gott gelobt und preisen. Und ich glaube, das ist das Bild, wo ich so eine Sehnsucht habe. Egal, wie die Denomination heisst, wo du hingehst. Die ist super, die ist gut. Aber es geht nicht um deine Denomination. Es geht um Gott. Es geht um Jesus. Und es geht um das, dass wir ein Leib sollen sein. Wir sollen Brut Jesu sein. Und ich wünsche mir Einheit. Dass wir einander wieder anfangen zu helfen. Füreinander dastehen. Weg von dem Schauen, was hat jetzt der und diese und jene zu dem und diesem komischen weltlichen Thema gesagt. Hinzu, hey, lass uns zusammensitzen. Und wie geht es dir persönlich? Was machst du? Was brauchst du? Kann es an Slogan? So drei ganz wichtige Punkte, und das ist für uns als David-Dienst ist es ganz eine wichtige Grundlage. Wir sagen, und das ist so eine Aussage, die ich immer wieder einbringe, komm so, wie du bist. Bring das, was du kannst, und nimm das, was du brauchst. Und das ist eigentlich das, was ich mir vielleicht schon im 2021 wieder wünsche. Danke vielmals, Marco Jörg, dass du das teilst mit uns. Oder das Bild, Marco Hoffmann, für dich, was ist das, was du dir erhoffst? Also ich erhoffe mir, dass wir als Christen, als Nachfolger von Jesus, uns oder wieder ganz eine neue und tiefe Begegnung mit dem Heiligen Geist haben. Das geht ganz in eine ähnliche Richtung, wie es der Marco auch sagt. Weil wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und in der Kraft vom Heiligen Geist auch berührt sind und bewegt sind, dann wird auch all das zum Ausdruck kommen, was Gott in uns eingeleitet hat. Ich glaube, dass es... Ich freue mich, oder ja, als erstes letzten Sonntag zu jemandem gesagt, ich freue mich, dass wir wieder miteinander können, im Lobpreis hineinstehen, ob es jetzt auf dem Bahnhof ist, in einem Gottesdienstsaal oder an einer Konferenz, wieder den Gesang zu hören von allen Leuten rundherum, die alle in eine Richtung, nämlich zu Gott, ihre Stimme erheben. Das wünsche ich mir sehr, und das ist etwas, was ich auch vermisse, dass das Gemeinsame, wieder einander in den Arm nehmen, wieder einander füreinander, einfach einzustehen, einander zu sehen, das ist schon etwas, wo ich vermisse, wo ich mir auch erhoffe, auch für das Jahr und für die kommende Zeit. Aber was ich wirklich davon träume, ist, dass Menschen auf Knie gehen, sich vor Gott neigen und erbittet, dass er seine Kraft in sie ausgüsst, dass er, der Heilige Geist, derjenige ist, der uns führt und leitet, und er wird uns in soziale Projekte hineinleiten, in ein Leben hinein, das für andere relevant ist. Er wird uns erleuchten, er wird uns zu Licht und Salz machen. Und die Salzkraft, die soll sich in unserem ganz privaten Leben zum Ausdruck bringen lassen. Und das Licht soll strahlen, überall, wo wir sind. In unserem Alltagsleben, wie ich es immer wieder sage, unser wichtigster Gottesdienst ist in unserem Privatleben drin. Unsere wichtigsten Kanzler sind diejenigen, die in unserem Beruf und in unseren Familien stehen. Dort müssen wir Licht und Salz sein. Dort, wo wir einfach gerade am Leben sind. Und wenn Kirchen das können fördern, wenn Kirchen das können, ein Booster dafür sein, dass Menschen ihren Auftrag, den sie von Gott bekommen haben, können ausleben. Und wenn Kirchen sie freisetzen, dann haben wir es richtig gemacht. Und von dem träume ich, dass wir Menschen werden, die vom Geist Gottes bewegt sind. Das ist auch ein Slogan von der Schweizerischen Pfingstmission, vom Geist bewegt. Und in unserer Geschichte von der SPM ist es ja, vor bald 100 Jahren sind einfach Menschen auf die Knie gegangen und haben gesagt, Herr, du musst jetzt etwas in mir machen. Nicht immer die Forderung, jetzt muss alles, mein Umfeld muss jetzt irgendetwas machen, sondern es muss doch etwas in mir geschehen. Und wenn das von Gott kommt,
was in mir innen soll geschehen, dann sind wir auf der richtigen Seite. Und ich glaube, dass das eine Ausgüssung vom Heiligen Geist auch in den kommenden Monaten und Jahren möglich ist, wenn wir uns auch Gott zur Verfügung stellen. Sind wir doch Menschen, die vom Geist bewegt sind. Dann wird an allen Ecken und Enden von unserem gesellschaftlichen Leben sich alles verändern, weil wir Licht und Salz sind. Halleluja. Das ist, würde ich sagen, ist ein Schlussfeuerwerk, das wir jetzt haben mit euch zu sehen. Marco und Marco. Merci viel mal für das Gespräch, für wirklich die Ermutigung, die wir können bekommen von euch. Für mich ist wirklich die Talks, ich habe das über die Monate so gemerkt, selber auch immer wieder ein Moment von Gottesdienstenart, manchmal stärker. Aber man kann sich auf so viel Kanal einladen auf Menschen und es funktioniert auch hier, hat heute wieder funktioniert. Hat mich so gefreut, euch zwei Brüder besser kennenzulernen, so auf dieser Art und wie sie mir das heute können machen. Und ich tue gerne zum Schluss noch den Hinweis machen. Auf YouTube könnt ihr das selbstverständlich jederzeit noch nachhören oder livenet.ch/talk sind all die Talks in der Übersicht. Oder Spotify, dort tun wir so anbieten als Podcast, Facebook und so weiter. Einfach dort, wo man heute jemand gewöhnt ist, wo man das alles kann anschauen kann. Die selber Kontrolle führen und wie haben wir es jetzt gehört, heute ein bisschen verantwortlich mit diesen Sachen umgehen, das, für das nochmal aufzugreifen von Marco Hoffmann und das habe ich beigebracht oder Marco Jörg. Und wenn es sich dient, freut es mich, wenn ihr wieder dabei seid. Nächsten Dienstag gibt es einen nächsten so Impuls, so in einem Gespräch, in einer Gesprächsform. Und dann wünsche ich euch einen guten Tag, Gottes Segen und danke noch einmal den beiden, der eine im Tessin, der andere zu Zofingen. Habt auch einen guten Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Merci. Danke schön.